Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier wieder dabei bist bei einem neuen Video. Ja, heute geht es um das Thema, liebt er mich wirklich oder ist es toxisch? Diese Frage höre ich so oft von meinen Klientinnen, die schon eine toxische Beziehung erlebt haben, sich mehr oder weniger daraus befreit haben und jetzt ja eine neue Beziehung eingehen wollen, einen Mann daten und sie nicht genau wissen, ist das jetzt normal, ist das toxisch oder bilde ich mir das nur ein? Da ist es natürlich wichtig zu gucken, okay, kann ich schon meine Intuition hören? Kann ich schon meinem Herzen vertrauen? Und solange da noch Muster und Blockaden aus deiner Vergangenheit im Unterbewusstsein hängen, kann man die Sprache der Intuition und des Herzens oft nicht klar verstehen, weil eben diese alten Blockaden und Muster den Klang deines Herzens oder die Stimme deiner Intuition noch übertönen können. Deswegen ist es so mega wichtig, das, was ich mit meinen Klienten mache, diese Muster und Blockaden, die im Unterbewusstsein hängen, zu lösen. Das kriegst du nicht in Gesprächen hin, nicht in Videos schauen, in Podcasts hören, nicht in Bücher lesen, sondern nur, wenn wir in den Täterzustand runtertauchen, das ist ein anderer Bewusstseinszustand, den man zum Beispiel mit einer Hypnose erreichen kann oder in einer Trance. Und das geht leicht, das ist nicht schwer und kompliziert. Man muss nur wissen, wie es funktioniert und wie es geht. Falls du mich noch nicht kennen solltest, mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnose- und Paartherapeutin, Liebes- und Beziehungsexpertin mit dem Schwerpunkt auf Narzissmus, toxische Beziehungen und die weibliche Energie. Und ich zeige dir nicht nur, wie du aus leidvollen Beziehungen dich befreien kannst, wie du diese Beziehung Muster lösen kannst, wie du aus Affären oder ewig Single-Dasein rauskommst, sondern wie du auch genau den richtigen Partner findest, der perfekt passt und wie du mit ihm glücklich werden kannst. Ja, das ist keine Wissenschaft, aber es ist komplett anders als das, was du da draußen lernst. Also bei mir lernst du ganz neue Dinge, die wir sofort eben praktisch im Unterbewusstsein verankern. Ja, wie findest du denn jetzt heraus, ob es toxisch ist oder nicht? Ob es normal ist oder nicht. Also einmal diese Intuition, das Gefühl, was eben eingefärbt sein kann von den alten Mustern und Blockaden. Das heißt, das Gefühl kann dann, ich sage jetzt mal, gefälscht sein oder verfälscht sein, weil es eingefärbt und nicht klar ist. Da hatte ich ja schon gesagt am Anfang, was notwendig ist. Aber du kannst eben auch sehen durch äußere Anzeichen, wie der andere sich verhält. Gibt es widersprüchliches Verhalten? Vor allem Worte und Taten, das ist mit das Einfachste, was du im Außen sofort erkennen kannst. Ja, wenn er natürlich sagt, du bist das Wichtigste für mich, ich mache alles für dich, und dann meldet er sich nicht, dann sagt er die Treffen ab, dann geht er doch wieder zur Ex-Frau zurück oder behandelt dich lieblos oder vergisst deinen Geburtstag. Ja, dann sind es die Taten, die die Wahrheit sprechen. Ja, Worte kann jeder daher säuseln, nur die Taten zählen. Aber eben auch widersprüchliche Dinge. Ja, das... Ich höre immer wieder so ganz verrückte Aussagen von meinen Klienten, was eben die Partner sagen, so wie, ich liebe dich so sehr, dass ich nicht mit dir zusammen sein kann. Ich liebe dich so sehr, dass ich dich verletzen muss und jetzt wieder zu meiner Ex-Frau zurück muss. Ich weiß, ich bin schlecht, es tut mir leid, die Liebe ist einfach zu groß. Man fragt sich, hä, was? Ich kapiere es hier überhaupt gar nicht. Und genau in dieser Widersprüchlichkeit, in dieser Ambivalenz, in diesen paradoxen Aussagen verbeißen sich oft, ich arbeite ja überwiegend mit Frauen, nicht nur, also wenn du ein Mann bist, darfst du auch gerne weiter zuhören, aber eben viele Frauen verbeißen sich darin, weil sie verstehen wollen, was ist denn jetzt nun wahr? Er sagt, er liebt mich, aber sagt, er kann nicht, weil er mich so sehr liebt. Das macht doch gar keinen Sinn. Versuche es nicht zu verstehen. Gehe nicht in die Falle von deinem Verstand, der verstehen will, wie dieses unlogische Ding jetzt nun gemeint ist. Siehe, was er tut. Ist er bei dir? Ist er wertschätzend? Seid ihr zusammen? Ist er verbindlich oder ist er es nicht? An den Taten siehst du es, also verbeiß dich nicht an diesem widersprüchlichen Verhalten. Es macht einfach keinen Sinn. Das ist eine Falle, das zu verstehen zu wollen und das
hält dich in diesem Spiel gefangen, weil du willst die Nuss knacken, du willst verstehen, was ist da Geheimnisvolles dran. Aber diese Suche nach dem Geheimnisvollen ist dein Untergang, weil es führt dich rein, etwas verstehen zu wollen, was nicht logisch ist, was nie logisch sein wird und was einfach nur zur Verwirrung führt und was ein Spiegel ist oder eine Botschaft ist, dass der andere nicht momentan bereit ist für eine Beziehung und deswegen dieses Wirrwarr streut, weil er selbst vielleicht auch durch den Wind ist. Natürlich kann das auch sein. Ja, also das sind so die Anzeichen und die Tipps, die ich dir heute mitgeben möchte, woran du erkennen kannst, ja, ist es toxisch oder ist es wirklich Liebe, was er mir da sagt? Oder, naja, die Worte, wisst ihr ja jetzt, sind überhaupt nicht ausschlaggebend, sondern nur die Taten. Ja, und wenn du jetzt merkst, mein Herz geht auf und ich möchte das unbedingt auflösen und es ist eine Resonanz zwischen dem, was ich hier sage und dein Herz zieht es halt eben dahin, was ich dir anzubieten habe, dann melde dich super gerne bei mir. Du kannst mich auch gerne ganz kostenlos, unverbindlich live kennenlernen bei meinem nächsten Life-Changing-Event am Donnerstag, den 30.11. um 18 Uhr. Unter diesem Video findest du, beziehungsweise Podcast, findest du die Anmeldung zu dem Life-Changing-Event, wo wir uns dein Thema, wenn du magst, gerne in der Tiefe anschauen können. Und dann kann ich dir sagen, was das wirkliche Problem, was die wirkliche Ursache ist. Und ich gebe eben auch schon erste Heilimpulse, erste energetische Anwendungen für dich, um eben auf deinen Heilungsweg zu kommen und eben dein Leben zu verändern. Also melde dich gerne an, Donnerstag, 30. November um 18 Uhr zum nächsten Life-Changing-Event. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dahin, lass es dir richtig gut gehen. Jeder Tag ist ein Geschenk. Alles Liebe für dich, deine Katja Amberg. Tschüss.